Was wird auf deinem Grabstein stehen? Ein paar Verse aus einem Lied? Vielleicht ein toller Satz von Goethe. Zum Beispiel, was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den Tod verlieren. Oder einfach ein Satz wie, wer dich gekannt, der weiß, was wir verloren. Möglicherweise aber auch, hoffentlich nicht, er war stets bemüht. Ein Running Gag bei uns in der BEG. Vielleicht aber auch ein Mann von edlem Charakter oder eine Frau von edlem Charakter. An wen denkt ihr bei den Worten Punkt, Punkt, Punkt gegen die Welt? Also ein Name, Punkt, Punkt, Punkt gegen die Welt. Welcher Name fällt euch spontan ein? Luther? Ist irgendwem Athanasius eingefallen? Nein? Mir vorerst auch nicht. Ich kannte ihn nicht mal. Aber am Ende werden wir, denke ich, alle zustimmen können, dass dieser Grabstein oder diese Grabsteininschrift richtig gewählt wurde. Heute werden wir den Mann kennenlernen, auf dessen Grabstein stand Athanasius contra mundum, übersetzt Athanasius gegen die Welt. So heißt auch unser Thema. Athanasius gegen die Welt, alles für die Wahrheit. Doch vorher würde es hilfreich sein, wenn wir uns einmal kurz vor Augen führen, was vorher geschah, also was wir in den letzten zwei Jugendstunden angestellt haben. Wir haben uns vorerst in der vorkonstantinischen Zeit bewegt, also in der Zeit, bevor Kaiser Konstantin der Große an die Macht gekommen war und das Christentum als Staatsreligion ausgerufen hat. Im ersten Vortrag ging es allgemein erstmal um ein Verständnis, was ist Kirchengeschichte und warum überhaupt Kirchengeschichte. Und wir betrachteten dann auch noch am Ende die ersten Anfechtungen der Christen und dann eben exemplarisch am Beispiel des Polycarp von Smyrna. Im zweiten Teil beschäftigten wir uns mit den ersten Anfechtungen von innen eben und ausgewählten prominenten Irrlehren der ersten Jahrhunderte. Der Gnosis, dem Marcionismus, dem Montanismus, vielleicht klingelt bei dem einen oder anderen im Langzeitgedächtnis noch was. Zugegebenermaßen war dieser Teil doch ziemlich dicht, aber wir haben es geschafft am Ende. Nun gehen wir aber weiter in der Geschichte, in die Zeit nach der konstantinischen Wende, in eine Zeit der Ruhe, von äußerlichen Anfechtungen. Also mit innen und außen meine ich außen die Nichtchristen und innen die Anfechtung durch die Leute in der eigenen Gemeinde oder Leute, die sich Christen nennen. Und diese äußeren Anfechtungen nahmen sehr stark ab mit dem Antritt eben von Kaiser Konstantin. Einige hatten aber noch weitere Probleme, wie wir noch sehen werden. Wie kam es dazu? Konstantin sah vor seiner entscheidenden Schlacht vor der Machtübernahme ein Kreuz, das ihm den Sieg verhieß. Und nach der Machtübernahme wurde, wie schon angesprochen, das Christentum, die Staatsreligion. Es war also eine Zeit des Friedens, die damit begann. Mehr oder weniger eine Zeit der Anfechtung, in der aber die inneren Anfechtungen immer größer wurden. Und damit meine ich eine Zeit letztlich, in der nicht Tod und Verfolgung von Nichtchristen von außen zu fürchten hatten, sondern eher die Irrlehren von innen, aus den eigenen Reihen und das sogar noch mehr. Denn dadurch, dass mit Kaiser Konstantin diese äußere Anfechtung wegfiel, fiel auch eine Art Filtermechanismus weg, die nahezu garantierte, dass erstmal alle, die sich zu Jesus bekannten, auch wirklich Christen waren, weil sie ja zu fürchten hatten, dass sie starben mit dem Bekenntnis. Aber danach war das eben nicht mehr so und es fiel erstmal den Christen, den richtigen Christen, eine gewaltige Last vom Herzen. War vorher das Leben eben bedroht, konnten sie jetzt ihre Religion frei ausüben.
Und das im letzten gut förderte die Bildung von Scheinchristen, die sagen, sie würden Jesus dienen, aber es im letzten nicht tun. Sie tun Sachen, die ein Christ nicht tun sollte nach der Bibel, weil sie im Herzen gar nicht wirklich Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Und sie leben auch nicht so, als hätten sie Jesus angenommen. Doch Jesus als Herr annehmen, als Gott annehmen, ist er überhaupt Gott? Das war einer der ersten Streitpunkte, den die frühe Christenheit auszufechten hatte. Und mit der größte Konflikt der Kirchengeschichte überhaupt. Die ersten Jahrhunderte seit Konstantin waren geprägt vom Ringen um die Göttlichkeit Jesu. Die ersten Jahrzehnte um die Göttlichkeit Jesu und später eben auch des Heiligen Geistes. Also im Letzten beschäftigte die Christenheit zu Anfang die Trinität. Kein Wunder, können wir es immer noch nicht verstehen, wie das sein kann. Gott eins, aber in drei Personen. Wir nehmen das inzwischen für mehr oder selbstverständlich, weil wir es ja jeden Sonntag mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis, jedenfalls hier in der BEG, bekennen. Aber für die junge Christenheit, die versuchte mit den tiefen Wahrheiten, die der Heilige Geist durch die Bibel lehrte und gelehrt hatte durch die Bibel, eben irgendwie klarzukommen. Damit hatten sie große Schwierigkeiten. Und das Konzept der Dreieinigkeit kannten sie eben auch gar nicht aus dem Judentum. Aber der Vorteil war eben, man hatte jetzt diese verbesserten Umstände, durch die derlei Debatten überhaupt erst möglich werden konnten. Ja, aber sogar auch notwendig. Ging es nur eben, wie gesagt, vor Konstantin um das nackte Überleben und um die möglichste Bewahrung des jungen, naiven Christentums vor diesen krassen Öllehren wie der Gnosis, konnte in der Friedenszeit das christliche Denken, der christliche Geist wachsen und gedeihen. Gewisse unangewünschte Meinungen hatten eben trotzdem noch Unannehmlichkeiten zu erwarten, das werden wir dann auch sehen. Und im Letzten kann man den Vergleich ziehen zu der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Ich weiß nicht, ob die irgendjemand kennt, ist auch nicht mega wichtig. Der einzige Punkt, den ich damit sagen will, ist, den er damit machen wollte, war, dass es bestimmte Grundbedürfnisse gibt, bestimmte Ebenen der Bedürfnisse eines Menschen. Und wenn die Grundbedürfnisse gestellt werden, wie Essen und so weiter und so fort, dann kann man zu den nächsten Ebenen hochgehen. Und im Grunde war es auch so bei den Christen. Sie konnten jetzt leben. Man konnte als Christ leben und mit der gesicherten Lebensbasis ging im Grunde auch die Möglichkeit der intellektuellen Entfaltung einher. Also während nun der Christ oder der Geist des Christentums wachsen konnte und die Erkenntnis der Christen über die Bibel auch über Gott zunehmen durfte, nahm aber auch natürlich gleichzeitig falsche Ideen zu, wie in jedem Garten, in dem Unkraut wächst. Und diese lehrten per Definition nicht das, was die Bibel sagt, was mit der Bibel übereinstimmt. Und deshalb musste es abgelehnt und verworfen werden und das Richtige hochgehalten. Es galt also die Lehren im Grunde immer wieder an der biblischen Richtschnur, an den biblischen Leitfaden zu überprüfen und Richtiges zu bestärken und Falsches zu schwächen. Und deshalb wurden Konzilien abgehalten. Große Kongresse, an denen teilweise Hunderte von Bischöfen und anderen Geistlichen teilnahmen, um über bestimmte Glaubensfragen zu diskutieren. Mit dem Ziel, letztlich eine Fragestellung anhand der Bibel zu erörtern und ein biblisches Bekenntnis für die Gemeinden aufzustellen. Nun war der erste Kampfschauplatz die Lehre des Christus, die Christologie. Und zwar mit der einfachen Frage, ist Jesus Gott? Und mit dieser Frage sind wir mitten im Geschehen. Und der erste Punkt lautet Athanasius' Überzeugung. Diese auf den ersten Blick ganz einfache Frage, ist Jesus Gott, entfachte jahrzehntelange Debatten und erhitzte die Gemüter. Der arianische Streit brach aus, eben benannt nach einem Mann namens Arius,
318 nach Christus begann der Streit. Und auf die Frage, ob Jesus eben Gott sei, lässt Sergin in seiner Kirchengeschichte Arius antworten: Wir haben nicht wie die Heiden viele unnütze Götter, sondern nur einen einzigen. Jesus kann unmöglich göttlich sein, sonst hätte die Christenheit zwei Götter. Jesus gehört darum nicht auf die Seite Gottes, sondern auf die Seite der Geschöpfe. Er ist nicht ewig wie Gott, er hat einen Anfang. Natürlich wurde Jesus wie die Engel schon vor der sichtbaren Welt geschaffen. Jesus ist das höchste und vornehmste aller Geschöpfe. Gott schuf ihn schon, als das All noch wüst und leer war. Die Barmherzigkeit und Menschenliebe teilst er völlig mit dem Vater, aber wir bedürfen Jesus Christus nicht als ewigen, allmächtigen Gott und dürfen ihn auch nicht als solchen anbeten. Und zwei Formeln kann man im letzten nehmen, um seine Meinung zusammenzufassen. Einmal sagt der Arius, es gab eine Zeit, da Jesus nicht war und aus dem Nichts ist er geschaffen. Jesus ist also nicht Gott, sondern nur Geschöpf. Und auch wenn er Gott genannt wird, unterscheidet sich Jesus vom Vater. Dabei führt er eben Stellen ein, wie Markus 13, Vers 32, niemand weiß Tag noch Stunde, weder die Engel noch der Sohn, sondern allein der Vater. Also es gibt diesen Unterschied, der Vater weiß Sachen, die der Sohn nicht weiß, und deswegen sind sie halt unterschiedlich. Oder er verweist darauf, dass in Kolosser 1, Vers 15 Jesus als der Erstgeborene unter allen Geschöpfen bezeichnet wird. Also als der Erstgeborene. Und er war auch im Letzten nicht zufrieden mit dem, was die Theologie vor ihm zu bieten hatte. Deswegen musste er seine Lehre so neu verbreiten. Was vorher nämlich da war, war die Lehre des Origenes. Ein Kirchenvater, auf den wir bis jetzt nicht eingehen konnten und es auch nicht mehr in der Tiefe werden, aber eben an dieser Stelle. Und zu der Göttlichkeit hat er eben Folgendes zu sagen. Er sagte, der Vater und Jesus sind beide Gott, aber sie haben unterschiedliche Grade der Göttlichkeit. Und das war letztlich auch der Versuch, den Glauben in ein logisches System zu packen. Wie will man Göttlichkeit messen? Es war einfach irgendwie ein Ansatz, dieses schwierige Konzept zu erklären. Und in diesem Zusammenhang kommt dann eben der Bischof Alexandrias. Also der Bischof Alexandrias, Alexander und sein Mitarbeiter Athanasius ins Spiel. Und bei den beiden stieß Arius eben auf Widerstand. Alexander selbst war auch unzufrieden mit Origenes Theologie, also der abgestuften Göttlichkeit, doch er kam zu einem anderen Schluss als Arius. Seiner Meinung nach war Jesus vollumfänglich Gott. Auch Athanasius glaubte das. Er diente als Diakon und unterstützte Alexander eben in Alexandria. Und er sollte im weiteren Verlauf der Debatte eben in besonderer Weise sich hervortun. Beiden, Athanasius und Alexander, geht es nicht um philosophische Überlegungen letztlich oder um ein geschlossenes, schlüssiges, einheitliches System. Ihnen geht es um die Erlösung. Sie riskieren eher, dass sie etwas nicht zu 100% begreifen, als dass sie von der Bibel abrücken. Oder wie Luther es schön so sagte, dass sie den Hut davor ziehen, wenn sie es nicht verstehen. Aber die Kernfrage ist eben, wie soll ein erlösungsbedürftiges Geschöpf für alle anderen erlösungsbedürftigen Geschöpfe sterben und sie erlösen? Und nach Athanasius und Alexander geht das eben nicht. Und Athanasius schreibt, in Verbindung mit einem Geschöpf würde der Mensch nicht wieder vergöttlicht worden sein, wenn er so nicht wahrer Gott wäre. Wahrhaftiger Gott war in dem Fleisch und wahrhaftes Fleisch war in dem Wort. Und verweist er eben auch auf Johannes 1, wo Jesus das Wort ganz klar mit Gott identifiziert. Man kann dann Origenes in gewisser Weise in die Mitte zwischen Arius und Athanasius einordnen. Origenes teilte im Grunde die Andersartigkeit Jesu vom Vater mit Arius. Er sagte, okay, die sind schon irgendwie anders. Und mit Athanasius und Alexander teilte er ihm die Gleichartigkeit. Sie sind nämlich beide Gott, das sagte auch Origenes.
Jesus ist eben auch Gott, aber ein bisschen weniger göttlich als Vater Gott. Das muss man nicht verstehen. Aber es war halt sein Versuch, mit diesem sehr rudimentären Trinitätsverständnis dann an dieses riesige Konzept der Trinität heranzukommen. Also im Grunde ein Herantasten war das von Origenes, des kindlichen Christentums an den Mount Everest letztlich der Trinität. Und da Arius eine Lehre verbreitete, seine Lehre aber trotzdem verbreitete, obwohl sie sie ablehnten, sah Alexander sich irgendwann gezwungen, ein Konzil der ägyptischen Bischöfe einzuberufen, mit dem Ergebnis, dass Arius aus der Kirche ausgeschlossen wurde. Doch so leicht ließ Arius sich nicht unterkriegen. Sein Gedankengut bleibt haften und verspannte auch weiterhin über viele Jahrzehnte die Lage. Seine Anhänger sind nämlich noch in den Gemeinden und er selbst ruht auch nicht. Arius wurde richtig kreativ und nutzte die Poesie, um sein Gedankengut noch besser zu verbreiten und einprägsamer zu kommunizieren. Zudem baute sich Arius in Palästina ein Netzwerk aus ihm wohlgesinnten Bischöfen auf. Mehr und mehr zog sich ein vorher nie dagewesener theologischer Riss durch die Ostkirche. Alles so ab Istanbul letztlich, östlich von Istanbul, wird als Ostkirche bezeichnet. Also ab der Türkei im Grunde östlich und alles westlich ist eben die Westkirche. Und nun kann man sich aber diese Spaltung, die sich da, oder dieser Riss, der sich da durch die Ostkirche zog, nicht so als so eine Schlammschlacht letztlich vorstellen, wo ein paar schmollende Bischöfe aufeinander einschlugen. Nein, auf gar keinen Fall. Zuerst einmal würde das der Relevanz überhaupt des diskutierten Themas nicht gerecht werden. Aber zum anderen schlug der Kampf derart große Wellen, dass sich selbst der Kaiser Konstantin einschaltete. Ja, der römische Kaiser Konstantin der Große. Und deshalb lud er aus dem ganzen Osten und Teilen des Westens alle möglichen Bischöfe ein. Ein Konzil abzuhalten, das es in der derartigen Größe noch nicht gegeben hat. Sie sollten das jetzt klären. Konstantin möchte kein Zwist in seinem Reich. Und deshalb schreibt er an Arius und Alexander folgenden Brief. Welch tödliche Wunde hat mein Ohr oder vielmehr mein Herz getroffen, als man mir meldete, unter euch sei eine noch schlimmere Spaltung im Entstehen, als in Afrika zurückgeblieben. Und damit meint er den Donatismus, mit dem wir uns nicht beschäftigt hatten. Ich appelliere an euren Gemeinsinn und stelle mich unter Anrufung der göttlichen Vorsehung gleichsam als Friedensbringer mitten in den Streit, den ihr miteinander ausfechtet. Ich sage nicht, als ob ich euch zwingen wollte, bei dieser doch recht banalen Frage ein und derselben Meinung zu sein. Über das höchste Wesen muss es freilich einen einzigen Glauben geben. Ein einziges Verständnis, was ihr jedoch untereinander über diese geringfügigen Fragen ausklügelt. Das sollte im innersten Denken eines jeden verwahrt bleiben. Ich denke, das zeigt ganz gut, was für ein geniales theologisches Verständnis Konstantin hatte von solchen Fragen. Nun, er rief alle an einen Tisch. Und es kamen 300 Bischöfe und noch weit mehr Älteste und Diakone eben aus dem gesamten Römischen Reich irgendwie zusammen, eben vor allem aus dem Osten. Und Konstantin hatte den Ehrenvorsitz inne. Auf seinem goldenen Thron wachte er dann über die Diskussion und beteiligte sich teilweise aktiv daran. Man kann sich denken, wie den Anwesenden zumute sein musste. Am Ende sind im Grunde nur die Bischöfe stimmberechtigt. Arius wird dann später verbannt und Athanasius, eben die beiden waren keine Bischöfe, die beide mischten kräftig mit, sie diskutierten mit den Leuten, sprachen, man muss sich vorstellen, das ging über mehrere Wochen, dieser Kongress.
Und während die Arianer sich immer siegesgewisser wogen mit ihren wissenschaftlich-philosophischen Erklärungen über die reine Menschlichkeit Jesu, überzeugte Athanasius eben dadurch, dass er auf die lebenspraktischen Konsequenzen eines geschaffenen Erlösers hinwies. Salaspil sagt, er hat genug mit sich selbst zu tun, wenn er ein Geschöpf ist. Und Athanasius war auch ganz klar der Überzeugung, dass wer die Göttlichkeit Jesu leugnet, kein Christ ist. Und das sollte ihm noch zum Verhängnis werden. Und schließlich nach vielen Wochen der Debatte wurde das nizänische Glaubensbekenntnis, das Nizenum, festgehalten. Im Kernabschnitt steht dort, wir glauben an einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, als einzig Geborenen aus dem Vater gezeugt, das heißt aus dem Wesen des Vater, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Und bei diesem Wort eines Wesens steht jetzt ein Fachwort, was noch für Streit sorgen sollte. Ein einziges Wort, eines Wesens, da steht Homoousion und das sollte einer Gruppe später nicht gefallen. Also im Grunde bündelte auch dieses Wort das ganze Glaubensbekenntnis. Im Grunde wie bei Luther, bei dem man das Ganze durch die Solas eben zusammenfassen konnte. So allein die Rechtfertigung durch Glauben, durch Gnade, durch Jesus und so weiter. Und hier eben dieses Einwesen, Homoousion. Und von da an bis zum Ende seines Lebens stand dann Athanasius für das gleiche Wesen von Vater und Sohn und bekannte es mutig. Er hielt das Nizenum, das Glaubensbekenntnis, hoch wie ein Banner und das mit Folgen. Wie gesagt, Arius wurde dann ins Exil geschickt mit zwei weiteren Unterstützern. Der Rest der Arianer unterschrieb eigentlich komplett das Glaubensbekenntnis. Und nun mag man denken, dass alles geklärt sei, aber dann wäre ja auch die Jugendstunde vorbei. Ende gut ist, alles gut trifft eben hier leider auch nicht zu, denn die Debatten gingen weiter. Und ich hatte schon gesagt, dieses Wort Homoousion machte einigen Probleme. Und da tauchen jetzt wieder diese Originisten auf. Also die Leute, die Origenes oder den Lehren des Origenes, der war schon eine Weile tot, glaubten. Oder die Auslegung eben der Bibel. Ohne den mächtigen Blick eben des großen Konstantins im Nacken, merkten sie, dass sie Probleme mit dieser Formulierung des gleichen Wesens im Bekenntnis hatten. Und hinzu kam, dass das nicht einfach nur so ein paar Leute waren, sondern im Letzten waren die Originisten die große Schwungmasse im Letzten und drumherum waren die kleinen Grüppchen der Arianer und jetzt auch mit Athanasius und Alexander die Nizener, wie ich sie nennen werde, die im Grunde immer um die Stimmen rangen. Kommt einem so ein bisschen vor wie die Swing States irgendwie bei den Wahlen in Amerika. Ist zum Glück ein bisschen seriöser. Also das Problem an sich war das Wort eben Homoousios. Und um das zu verstehen, muss man sagen, dass sie dieses Wort von einer gnostischen Splittergruppe herkannten. Also ihr erinnert euch, die Gnostiker, das waren auch verrückte Irrlehrer, die ganz komische mythologische Geschichten hatten, über die wir uns herrlich amüsiert haben letztes Mal. Und eine Splittergruppe, die das eben nutzte, waren die sogenannten Sabellianisten, die auf Sabellius zurückgingen. Und sie lehrten eben, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist nur Erscheinungsformen des einen Gottes seien. Also Personen, so nannten sie das, Vater und Sohn, seien Homoousion, ein Wesen, sagte Sabellius. Und da erscheint ja das Wort in einem ganz anderen Licht. Er sagte im Grunde, im Alten Testament offenbarte sich Gott als Vater, im Neuen als Sohn und jetzt als Heiliger Geist. Aber es ist immer der gleiche Gott, da gibt es nicht mehrere Personen oder sowas, sondern so Modi, in der sich im Grunde Gott kennt und zeigt. Und deswegen nennt man diese Lehre auch Modalismus. Nur nebenbei, Fun Fact.
Deshalb wurde dieses Wort eben dann von den Kirchenvätern verworfen. Und es ist komisch, dass sie genau dieses Wort eben benutzten, um jetzt gegen den Arianismus zu schießen. Aber genau deswegen hatten eben die Origenisten Bauchschmerzen. Und kein Wunder, dass es deswegen erstmal weiter noch zu Konflikten kam. Und im Letzten zeigt sich eben bei diesen Unstimmigkeiten wieder, dass hier ein Konzept verstanden werden will, die Trinität, was ein Mensch nie begreifen werden kann. Und das mussten die Christen, denke ich, damals auch erst verstehen. Aber im Letzten, und das war, ist, muss man auch dazu sagen, müssen wir es auch nicht verstehen. Wichtig ist einfach nur, Jesus ist Gott und er war gleichzeitig Mensch. Wie wir das in unseren Kopf reinkriegen, das ist egal, müssen wir auch gar nicht. Und wie gesagt, die Diskussion ging weiter. Die Arianer brachten dann, obwohl sie die Verlierer erstmal waren, alle möglichen politischen Hebel in Bewegung, die sie hatten, um dann Athanasius, der so zu der repräsentativen Figur der Nizener wurde, um neben eins auszuwischen. Und da Arius jetzt im Exil war, Konstantin hat ihn fortgeschickt, trat jetzt ein Eusebius von Nikomedien auf den Plan. Und wohlgemerkt, das ist nicht der Eusebius, der die Kirchengeschichte geschrieben hat. Ich war erstmal mega verwirrt, als ich das gelesen habe. Aber das ist ein anderer Eusebius. Und dieser Eusebius hatte gute Kontakte, Problem, wenn Staat und Kirche gemischt sind, zu Konstantin. Und auch zu vielen Leuten, die im engeren Beraterkreise zu ihm waren. Und er sagt im Grunde, die Arianer, die wären missverstanden worden und überrumpelt worden. Und das nutzt er natürlich. Aber eben, wie gesagt, einer, und jetzt haben wir den gesamten Kontext erstmal uns erschlossen, ist eben der Dorn im Auge der Arianer, und das ist Athanasius. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, Athanasius' Kampf. Und Edward Gibbon, ein Althistoriker und Spezialist auf dem Gebiet des Römischen Reiches, schrieb über Athanasius, ist jetzt übersetzt, was für eine Wirkung kann entfaltet werden, was für Hindernisse überwunden werden, durch die Macht eines einzelnen Geistes, der unverrückbar auf die Jagd eines einzigen Ziels angewendet wird. Der unsterbliche Name des Athanasius wird niemals getrennt werden können von der katholischen, also der gesamtkirchlichen Lehre der Dreieinigkeit, für dessen Verteidigung er jeden Moment und jede Facette seines Seins aufgeopfert hat. Athanasius' Leben begann 298 nach Christus. Seine Jugend ist eigentlich nichts bekannt, außer dass er eben mit 20 Jahren, muss man sich vorstellen, eben live bei dem Konzil in Nicea dabei war. Und bei allem, was wir eben bis jetzt gehört haben, eben auch in der ersten Reihe mit dabei saß. Hat alles miterlebt und hat kräftig seinen Bischof Alexander unterstützt. Mit 30 Jahren, 10 Jahre später, 328 nach Christus, wurde er dann Bischof von Alexandrien. Oder von Alexandria, in der Nachfolge Alexanders, ich liebe diese Namenskombination, der sich wiederum, also Alexander, für Athanasius eingesetzt hat. Und dann von 328, es hört gleich auf mit den Jahreszahlen, bis 373 nach Christus, also bis zu seinem Tod, war er dann Bischof von Alexandria. Also 45 Jahre und davon verbrachte er 17 Jahre im Exil. Und verantwortlich dafür waren unter anderem besagte Arianer, die Athanasius einst auswischen wollten, weil er es wagte, sie als Nichtchristen zu bezeichnen. Trotzdem, jedes Mal, wenn er in seine Heimatgemeinde zurückkehrte, war die Freude riesig, denn er war der Bischof Alexandrias. Und das wussten alle, die dort lebten. So sehr schätzte ihn seine Gemeinde, dass sie selbst in der Abwesenheit ihn als seinen Bischof ansahen, als den Bischof Alexandrias ansahen. Und Athanasius insofern eben besonders für seine Zeit, weil er im Vergleich zu seinen Zeitgenossen
und zu vielen Kirchenvätern eben nicht versuchte, das Christentum so in ein philosophisches System hineinzuweben, sondern seine Erkenntnisse allein aus der Bibel zog und eben nur eine kleine Randnotiz, lehnte die eine allegorische Auslegung der Bibel ab, die damals gelehrt wurde. Also dass man so bildlich sah, also dass vieles der Bibel bildlich gemeint sei und dass man so einen tieferen Sinn dahinter suchen müsste. Den lehnte er ab, sondern er sagte, wir müssen die Worte nehmen. Also im Grunde wie Luther, ein richtiger Exeget, wie es jeden Sonntag hier geschehen darf. Und eben auch wie bei Luther hatte für Athanasius jede Tradition alles nur Autorität, wenn sie eben mit der Bibel, mit der Richtschnur übereinstimmte. Und so ging es ihm eben dann im Letzten allein darum, Jesus als den Herrn zu verkündigen und dafür zu sorgen, dass Menschen gerettet werden. Und den beiden Formeln des Arius, es gab eine Zeit, da er nicht war und aus dem Nichts ist er geschaffen, dem stellte Athanasius gegenüber, was eben auch in dem Zenum verkündigt wurde, für den Rest seines Lebens, weil so lange die Debatte dauerte, gezeugt und nicht geschaffen aus dem Wesen des Vaters. Schlussendlich durfte Arius ein paar Jahre später aus dem Exil zurückkehren. Konstantin erlaubte das. Er sollte nun ausgerechnet bei Athanasius in Alexandria einen Posten kriegen und eine Kirche übernehmen. Athanasius weigerte sich, dem Irrlehrer eine Kirche zu unterstellen in seinem Bischofstum sozusagen. Dadurch machte er sich natürlich keine Freude bei den Arianern und auch keine Freunde und ebenso auch nicht bei Kaiser Konstantin. Wie gesagt, Eusebius von Nikomedia, die Person kommt jetzt wieder, hat ihm jetzt vor allem Probleme bereitet, da Arius recht bald, nachdem er aus dem Exil kam, durch ganz ominöse Umstände irgendwie starb. Aber der Staffelstab wurde erfolgreich weitergegeben. Und ich hatte auch schon erwähnt, Eusebius pflegte gute Kontakte zu den Mächtigen, die er spielen ließ. Er wurde sogar irgendwann Bischof von Konstantinopel und er war letztlich dafür verantwortlich, dass Arius überhaupt aus dem Exil wieder zurückkam. Jetzt nutzte er aber seine Macht, vor allem auch als Bischof von Konstantinopel, nachdem Arius tot war, um die Unterstützer des Glaubensbekenntnisses von Nicäa abzusetzen, ins Exil zu verbannen und 335 nach Christus schaffte er es dann sogar, Konstantin dafür überzeugen, dass jetzt Athanasius dran glauben müsste. Und dann packten er und seine Unterstützer alle möglichen Anschuldigungen aus. Er sei zu jung für das Bischofsamt gewesen, als er eingesetzt wurde. Er hätte sich der Zauberei bedient. Und schließlich dachten sie sich sogar eine List aus. Die Feinde des Athanasius nahmen sich einen Arsenius vor, den bestachen sie, er solle sie verschwinden, vom Erdboden sich verschlucken lassen, und sodass sie die Geschichte verbreiten könnten, dass Athanasius ihn ermordet hätte. Also sie waren auch sehr kreativ damals, wie die griechischen Mythologen. Und dann wollten sie verbreiten, dass Athanasius ihm eine Hand abgehackt hätte, weil er Gebrauch von Magie gemacht hätte. Und dann wollten sie eben ihn vor Konstantin, er kommt schon wieder, vor Gericht stellen und den Fall aufklären. Doch Athanasius war nicht dumm und er hatte viele Freunde. Und so spürten die tatsächlich Arsenius auf, unbemerkt wiederum von den Klägern und kidnappten ihn. Und führten ihn heimlich in die Stadt, in der der Prozess abgehalten werden sollte. Beim Prozess zeigten dann die Ankläger die Hand, um die Anklage zu bestätigen, doch Athanasius kam, wie gesagt, vorbereitet. Er fragte, kanntet ihr Arsenius eigentlich persönlich? Ja, hieß die klare Antwort. Dann führten seine Freunde Arsenius lebend herein. Er war eingehüllt in einen Mantel. Und die Kläger zeigten sich etwas überrascht, was kommt jetzt, und forderten ihm weiterhin eine Erklärung für die Hand, vor Konstantin eben. Athanasius deckte die eine Hand auf,
sie war schon mal da. Dann deckte er die zweite Hand auf und fragte schelmisch die Klemer, wo und wann sie seine dritte Hand abgeschnitten hätten. Der Betrug schien klar. Doch trotzdem musste Athanasius, ich habe nicht herausgefunden können, warum, nach Konstantinopel flüchten. Und gerade noch so das Blut leckend der aufgegangenen List oder nicht aufgegangenen List, versuchten sie ihm eine weitere Untat an den Hals zu hängen. Er hätte nämlich einen Anschlag auf den Hafen Konstantinopels geplant, um Konstantinopel von der Getreidezufuhr abzuschneiden, wenn mit dem Antrag, nenne ich es mal, den arianischen Einfluss in den Gerichten verringern zu lassen. Und das war dann so langsam Konstantin auch zu viel und ihm nicht mehr geheuer. Und er verbannte Athanasius eben dann in sein erstes Exil nach Trier, das ist im heutigen Luxemburg. Und das war eben das erste Mal, dass er für sein Bekenntnis zum Nizenum verbannt wurde oder sich in dem Fall einfach verteidigt hat gegen blöde Anschuldigungen. Dann starb Konstantin, 337 nach Christus. Und zwei Jahre eben nach Athanasius wurde dann das Reich an Konstantins Söhne verteilt. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich habe unterschiedliche Quellen gehabt. Ich war mir dann am Ende nicht sicher, ob es jetzt zwei Söhne waren, an die die Herrschaft verteilt und das Land verteilt wurden, oder drei. Ich konnte es bis zum Ende irgendwie nicht so richtig aufklären. Aber wichtig sind eigentlich nur die zwei. Also noch ganz kurz aufpassen. Konstantin hatte an die zwei Söhne Konstanz den Westen verteilt und Konstantius, also er mochte anscheinend den Namen, den Osten gegeben. Und die beiden zufälligerweise bevorzugten die unterschiedlichen Lager. Konstantius bevorzugte die Arianer und Konstanz, Athanasius und die Nizener. Und Athanasius wurde also aus dem Exil zurückgeholt und wieder als Bischof eingesetzt. Zwei Jahre später musste er aber wieder fliehen und diesmal nach Rom, weil Konstantius irgendwie Probleme mit ihm hatte. Und er hatte den Vorteil, dass er sich eben in Rom, also es war eben auch schon damals das Zentrum der Westkirche, das hatte den Vorteil, dass die Westkirche schon immer sehr nizenisch ausgerichtet war. Deshalb war auch Konstanz für die Nizener. Aber dort gab es kaum arianische Unterstützer. Und jetzt kam es dann in den darauffolgenden Jahren, kam es dann nochmal zu Konflikten zwischen der Ost- und der Westkirche. Und erstmal schien es nicht so, als könnten die beiden Lager aufeinander zugehen, aber dann irgendwann doch und Athanasius konnte wieder zurückkehren aus dem zweiten Exil. Dann wurde aber Konstanz ermordet, also der noch Athanasius so halbwegs bewahrt hat vor dem Schlimmsten. Und nun, die Namen sind schwierig, ich weiß, Konstantius, der hatte dann die komplette Macht, also der die Arianer mochte. Und nachdem er den Mörder seines Bruders ermordet hatte, hatte er die ganze Herrschaft inne. Und wie gesagt, das machte das Leben für Athanasius schwerer. Und da auch Konstantius davon überzeugt war, dass er ein ganz großer Herrscher und auch ein großer Theologe war, war das auch nicht besonders gut für Athanasius. Denn in seinem Wahn übte Konstantius einen extremen Druck, jetzt nicht nur auf die Ostkirche aus, arianisch zu sein, sondern auch auf die Westkirche, die vorher seinem Bruder unterstellt war. Diese sollten den Arianismus annehmen. Er verbannte jeden Bischof, der den Arianismus nicht annehmen wollte. Das erinnern wir uns nochmal, die von der
allgemeinen Kirche wurde eigentlich bestimmt, dass das Nizänum gilt. Jesus ist Gott. Aber im Grunde durch einen Putsch wurde das Ganze wieder für ein paar Jahrzehnte umgedreht. Und dann, ein paar Jahre nach seinem Machtantritt, wandte sich Konstantius wieder seinem alten Feind Athanasius zu. Und dann brachen im Februar 356 einige Soldaten in die große Kirche Alexandrias ein, in der Athanasius gerade das Abendmahl vorbereitete. Und während die Soldaten eintraten, er sah das, sorgte er doch noch weiter dafür, dass das Abendmahl gehalten wurde, bis ihn dann die Diakone endlich rausdrängen konnten, dass er flüchtete. Und er schlug sich dann diesmal oder versteckte sich diesmal in der ägyptischen Wüste, um seinen Häschern zu entkommen. Dort versteckten ihn Mönche. Genau. Also das dritte Exil verlief dann weitere 6 Jahre. Und das war eigentlich seine produktivste Zeit. Denn hier, wieder eine interessante Parallele zu Luther, war er richtig produktiv und schrieb, versteckt bei den Mönchen. Nicht in einer Burg, aber in einem Kloster. Also halten wir fest, Athanasius, treu dem Nizänum, der Wahrheit, Jesus ist Gott, blieb standhaft und widersetzte sich Herrschern und Irrlehrern. Athanasius gegen die Welt für die Überzeugung, dass Jesus der Fleischgewordene Gott ist. Und im Letzten, ich hatte wirklich versucht, das aufzulösen, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum hat diese Debatte solche Wellen geschlagen, dass sich ständig diese Kaiser damit einmischen mussten? Aber anscheinend war denen das so wichtig, auch gute Christen heißen zu können, dass sie es natürlich nicht toll fand, dass Athanasius, der sagte, Arianer sind keine Christen, sie auch als Nicht-Christen bezeichnete. Und deshalb wahrscheinlich auch diese Wut von Konstantius, dass er ihm immer wieder das Leben schwer machte. Schließlich starb auch Konstantius. Also ihr merkt, Athanasius überlebt jeden Kaiser und er kommt wieder in seine Heimat zurück. Die Freude ist wieder groß und Kaiser Julian tritt auf den Plan. Das ist diesmal kein Christ, sondern er wird nicht ein Nicht-Christ, also einer, der sich abgewendet hat vom Glauben. Er wird nicht umsonst Julian der Apostat genannt, also der Abtrünnige, weil er sich eben vom Christentum zum Neoplatonismus zuwandte. Und in einem Versuch, das muss man sich mal vorstellen, die Christenheit durch die ganzen Streitereien zu beschädigen, ließ er alle Bischöfe aus dem Exil zurückkommen, weil er hoffte, dass sie, wenn sie in ihrer Heimat sind, sich die Köpfe abreißen. Also wie verdreht war das Denken aller Leute. Doch er musste bald merken, dass nicht gut Kirchenessen mit Athanasius war, denn er wollte ihm nicht in die Karten spielen. In der ganzen Zeit der Konflikte hatte sich nämlich angebahnt, eine Art Deal zwischen Originisten und Nizäner. Die konnten sich nämlich langsam darauf einigen, statt dem Homo Usios so ein I dazu zu fügen in das Wort, ein Jota, und das einfach nur ein I, damit dass ein Homoi Usios rauskommt. Also nicht gleich Gott, sondern ähnlich wie Gott. Also Jesus ist ähnlich wie Gott der Vater. Damit dieses Bauchschmerzenproblem endlich weg ist. Denn sie hatten auch gemerkt, im Letzten, wir Nizäner und Originisten, wir denken eigentlich gleich. Jesus ist Gott. Aber irgendwie hapert es an diesem einen Wort. Und Athanasius war natürlich voll dafür. Als Julian das mitkriegte, dass er natürlich total seine Pläne zerkreuzte, dass sie nämlich sich nicht die Köpfe abrissen, verbannte er Athanasius wieder. Also ihr kennt das Spiel inzwischen. Und der Kirchengeschichtler Nick Needham erzählt in diesem Zusammenhang auch wieder eine kleine Anekdote, die leider selten sind von Athanasius. Ich hätte gerne euch mehr liefern können, aber die so ein bisschen Athanasius Humor wieder zeigen. Er floh dann nämlich 362 in einem Boot vor den Soldaten. Er kam zu irgendeiner Biegung irgendeines Flusses und dann
eben verfolgt von seinen Häschern. Und dann drehte er wieder um, es war Nacht, und fuhr eben zu denen, die ihn verfolgten. Sie erkannten ihn nicht, warum auch immer, aber es war dunkel, und fragten ihn, ob er einen Athanasius gesehen hätte. Worauf er erwidert haben soll, ja, ihr seid dicht an ihm dran. Dann ruderte er gelassen an ihnen vorüber, während die Soldaten zügig die Verfolgung wieder aufnahmen. So entkam er seinen Häschern. Also nach dem Tod des Julian konnte dann Athanasius wieder zurückkehren in die Heimat. Und jetzt der letzte Kaiser, dann habt ihr es auch geschafft, Valens, wieder den Arianern zugeneigt, konnte auch Athanasius nicht leiden und dann Athanasius musste wieder fliehen. Diesmal wurden aber die Originisten auch verfolgt, die sich bis jetzt immer so ein bisschen raushalten konnten, die teilweise aber auch schon von Constantius verfolgt wurden, weil er so eine Art sich so halb den Arianern, halb den Nicenern zugeneigt sahen, was das Band zwischen den beiden Parteien eben noch erknüpfte. Doch Valens ließ auch irgendwann dann los, wenigstens während seiner Amtszeit noch, von seiner Politik der Unterdrückung und Athanasius konnte dann endlich wieder nach Hause zurückkehren und auch mal die Koffer auspacken und nicht schon wieder flüchten. Also nach 5 Exilen unter verschiedensten Kaisern konnte er jetzt die letzten 6 Jahre seines Lebens vollkommen sich auf den Dienst in seiner Gemeinde konzentrieren. Und schlussendlich starb Athanasius dann 373 nach Christus, ohne den endgültigen Sieg aber über die Arianer miterlebt zu haben. Das taten dann seine Nachfolger für ihn, denn 381 wurde ein Konzil, ein weiteres eingerufen in Konstantinopel, wo im Grunde das Nizänische Konzil nochmal bestärkt wurde und auch Debatten über den Heiligen Geist schon eingeflossen sind. Und dann stand dann auch ein Passus darüber, dass der Heilige Geist auch eben Gott sei drin. Und jetzt sind wir bei unserem dritten Punkt. Athanasius' Antrieb. Nach diesem langen biografischen Teil, wo ich hoffe, dass ihr Athanasius ein bisschen besser kennengelernt habt, wollte ich eigentlich einen Part einbauen über die Frage, warum es überhaupt so relevant ist, dass Christus Gott ist. Aber leider fehlt uns die Zeit, das wirklich in die Tiefe zu tun. Und deshalb nur kurz eben drittens Athanasius' Antrieb. Die Frage, ob Jesus Gott ist, haben wir ja schon gesehen, ist eine wichtige Frage und bis heute relevant. Auch heute kann man in Religionsgruppen Parallelen eben zu den Arianern sehen, zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas. Das wird immer wieder in der Literatur genannt. Mir ist die Parallele jetzt nicht so direkt aufgefallen, aber ich kenne mich auch nicht so gut mit den Zeugen Jehovas aus. Bibelkritische Theologen leugnen natürlich auch die Göttlichkeit Jesu. Und es scheint auch ein Trend in liberaleren Gemeinden zu sein, der mir aus einiger Entfernung, aus wirklich weiter Entfernung über viele Ecken zugetragen wurde, aber auch schon vor längerem. Sollte sich also jemand unsicher sein über die Gottheit Jesu oder jemand kennen, dem es so geht, dann möchte ich euch für eine ausführliche Beschäftigung das Buch von Johannes Flaum ist Jesus Christus Gott empfehlen. Ganz kurz möchte ich aber schon jetzt ein, zwei Stellen noch dazu geben. Und zwar einmal Johannes 14, Vers 8. Wo Jesus ganz klar sagt zu Philippus, oder wo Philippus ihm die Frage stellt oder ihn bittet, ihn den Vater zu zeigen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater. Johannes 14, Vers 8. So genüge es uns. Und dann 9. Jesus spricht zu ihm, solange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Jesus hat ihm nicht geantwortet, ich bin auch nur ein Geschöpf oder sowas ähnliches, sondern er sagte klar, wer mich sieht, sieht den Vater. Und klarer kann sich ein Mensch nicht mit Gott identifizieren. Es wäre ein Graus, wenn das ein Mensch außer Jesus sagen würde. Und wer Johannes, ich bin schon solchen Leuten begegnet,
als Belegbuch für die Göttlichkeit Jesu ablehnt, weil es nur geschrieben worden sei, um eben Jesu Göttlichkeit zu beweisen, das aber von keinem anderen Evangelium gelehrt wird, dem empfehle ich wirklich dieses Buch von Johannes Flaum, denn in den anderen Evangelien taucht das auch immer wieder auf. Auch im Alten Testament zeigt er auf. Und auch die Stelle übrigens, die wir eben in der Einleitung hatten, Hebräer 13, spricht davon auf ganz klar. Jesus ist der Unwandelbare. Gott offenbart sich als der Ich Bin im Alten Testament. Nicht der Ich Werde, sondern der Ich Bin. Ich bin einfach. Ich bin der Unwandelbare. Und so an vielen Stellen sehen wir, Jesus ist ganz klar Gott. Und das ist ja auch klar, dass Jesus Gott sein muss, sonst kann er, und das war eben, wie gesagt, wie ich es schon angesprochen hatte, Athanasius Antrieb. Er sah einfach ganz klar, dass nur Gott selbst Menschen retten kann. Ist Jesus Christus nicht Gott gewesen, kann er niemanden von uns erretten. Denn nur ein Sündloser kann für alle sterben und kein Mensch kann ein sündloses Leben führen, außer der eine, der wahre Mensch und wahre Gott zugleich ist, Jesus. Und wenn das alles wahr ist, dann ist es an der Zeit, dass du reagierst. Gott hat Jesus ja gesagt, um für deine, für meine, für unsere Sünden zu sterben und sie uns zu verzeihen. Bitte darum, dass Gott dir helfen möge, ihn als Gott zu erkennen, und bitte ihn um Vergebung. Denn sonst ist der Tod nur eine Tür, die in unendlich größeres Leid führt. Ich komme zum Schluss. Athanasius gegen die Welt. Alles für die Wahrheit, lautet unser Thema. Athanasius ist ein leuchtendes Beispiel für Jesu Aufforderung in Lukas 9, Vers 62. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Athanasius hat nie zurückgeschaut, sondern treu hatte das Banner der Wahrheit hochgehalten, zur Ehre seines Herrn und zur Errettung der Sünder. Athanasius schaute nicht zurück, er blieb treu. Das Zeugnis seines Lebens ist das Zeugnis eines Menschen, das bis zum Ende durchhielt. Der zentrale Kampf seines Lebens war die Gottheit Jesu. Sein ganzes Leben lang hat er genau für dieses eine Thema gelebt und gekämpft. Und deshalb wurde er angegriffen, weil das Thema angegriffen wurde und er für genau dieses Thema stand. Er hat es verteidigt, die Gottheit Jesu, auch wenn er dafür angegriffen wurde. Und solche Leute brauchen wir heutzutage, die bereit sind, alles auf sich zu nehmen, um für die Wahrheit Christi einzustehen. Wo kriegst du mit, dass Jesus Christus, dass Jesu Wahrheit angegriffen wird? Einfach im Alltag. Was sind die zentralen Fragen in deinem Leben, Streitpunkte? Und ich glaube, da müssen wir uns gar nicht so lange umschauen. Gottes Meinung zu Homosexualität, Gender, Abtreibung und viel mehr tritt in der Bibel recht deutlich zutage. Solltest du also das nächste Mal in die Verlegenheit geraten, für Gottes Wahrheit einzustehen zu müssen, dich Gott in so eine Situation stellt, dann denk an Athanasius gegen die Welt. Denk daran, wie er ihm und vielen anderen Kraft gegeben hat in Anfechtung, und bete, dass er dir helfen möge. Und er wird dich wie Athanasius durchtragen. Und vielleicht wirst du auch die eine oder andere Gelegenheit nutzen können, das ein oder andere Mal deinen Feinden mit Athanasius Humor zu erwidern. Athanasius war ein Mann, der bereit war, für Gottes Wahrheit alles aufs Spiel zu setzen. Und doch haben wir hier mal einen Mann, der nicht als Märtyrer starb. Seine Lebenssituation kommt uns also auch wieder wesentlich näher als die eines Polykarps von Smyrna zum Beispiel, den wir in dem ersten Thema uns angeschaut hatten. Es geht also im Letzten nicht darum, dass du von dir überzeugt bist, dass du in Anfechtungen treu sein wirst, dass du sie überstehen kannst, sondern dass du einfach sie überstehen möchtest. Und selbst wenn du daran zweifelst, bitte Gott darum, dass er dir helfen will. Und wo ein Wille ist, da wird Gott auch einen Weg bereiten. Und deshalb möchte ich mit Hebräer 12, Vers 1 schließen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen haben,
Und Athanasius ist mitten in dieser Wolke. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit der Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Was wird dein Vermächtnis? Was soll auf deinem Grabstein stehen? Lass mich noch beten. Großer Gott, hab Dank für dieses große Vorbild, für einen Mann, den du uns gegeben hast, der treu zu deiner Wahrheit gestanden hat. Dass du uns viele Leute in der Kirchengeschichte gegeben hast, Herr, die bereit waren, für deine Wahrheit zu leiden oder sogar zu sterben. Und bitte rüste uns genauso zu, Herr, dass wir bereit sein mögen, für deine Wahrheit einzustehen, Herr. Komme, was wolle. Zu deiner Ehre. Amen.